Es ist gleich Leadtime, wenn dieses Video erscheint. Mein Name ist Harden und heute spielen wir wieder Torchlight Frontiers und machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das ist hier in dieser wunderschönen Hölle mit meinem wunderschönen neuen Stab. Und wir sind in der Lage, alles kaputt zu machen. Alles. Ja. So. Oh ja. Steine. Ja, yeah, so, wir töten hier die Elite-Goblins und geschnitzelt! So. Ah, wieder eine neue Waffe. Mal gucken, was die so kann. Die kann nix. Das kann auch nix. Ja, ein Schild ist halt nett. Das ist nett. Das ist halt alles nur nett. Und nett ist blöd. Also, jetzt gucken wir noch mal kurz. Ja. Haha. Ja. So, dann würde ich sagen. Und mit meiner neuen aufgelevelten Reliktwaffe verprügeln wir den jetzt. So easy, so much fun. Okay. Oh, da, ein paar Elite-Gegner. Und ja, tot, 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 tot. Und wir gucken mal, was wir so aufgesammelt haben. Ja, ja, ja. Der Helm ist nicht besser und... Und dann bitte.
So, hier scheinen wir auf dem richtigen. Jai. Ach ja. So, na denn. Komm her, hier lang. Und schnetzeln wir euch schnell. Na denn. Na. Wow, also Gold habe ich jetzt ohne Ende eingesammelt. Das kann man mal festhalten hier. Das ist echt richtig gut. Verprügelt. Hahaha. Na, das sieht doch mal richtig schön aus. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier gefunden haben. Große magische Klinge, wenn wir die jetzt... Ah ja, nein, die ist schlechter. Schade. Oh, eine schöne Truhe. Okay, na dann, komm mal mit. Na, hier lang. Okay. So. Ja.
irgendjemand beim Programmieren festgestellt, dass wir zu wenig Gold haben? Das ist schon echt abgefahren viel, was ich hier finde, so an Gold. Aber immerhin, ich habe gleich den Weg gefunden, wo es weitergeht. Okay. Ja. Ja, schrubben wir durch. Ach, da ist noch eine Truhe. Oh ja, Geld! Gut. Und runter ins Brummlerfeld. Oh, aha, ein anderer Goblin im Bild. Brummer. Hä? Was ist denn jetzt los? Aha. Ja, das geht aber schnell. Okay. Ooh.
Okay. Diese Schuhe sind etwas besser. Das ist etwas schlechter. Das ist etwas schlechter. Das auch. Ah, oh. Wow. Das ist nicht schlecht. So, können wir das auch zerstören? So. Sollten wir das und das. Und das kann ich nicht auch nehmen. Ach, das ist tatsächlich ein uralter Gegenstand, der die Konstruktion eines bestimmten Relikts ermöglicht. Wuhu! Oh, schade, das ist nicht besser. Das ist nur anders. Alles klar, dann kann ich gewürgt werden. Wollte mich auf den Arm nehmen. Jetzt muss ich noch 16 Sekunden warten. Gut, dann warten wir noch 16 Sekunden. Noch 6. By the way, in der Zeit können wir ja mal hier hingehen. Und schön das. So, da mein. You can't do that. So, dann machen wir mal das. Auch nicht schlecht, aber auch nicht super. Dann gehen wir doch mal hoch. Gibt uns ja keinen Grund, in dieser Höhle zu versauern. Wir wollen da ja nicht sterben. Wir wollten da nur looten und das haben wir geschafft. Wir haben sogar diesen Oberhammer besiegt, der als erster aus meiner Sicht so ein Animationsvideo bekommen hat. Ja, also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf Z und in den imperialen Außenposten. Da sollen wir eh mit Jepper reden. Ja. Auch schön, wie die Systemcodes immer noch angezeigt werden. Okay. Jepper soll euch von Menschenstampfer erzählen? Oh, Jepper weiß. Jepper kennt sie alle. Ihr gebt Jepper leckere Snacks, wenn Jepper euch sagen, ja? Oh ja, Grünlinge haben sie aus dem Dorf der Rotzhäute in eine Höhle gezogen. Ihr findet, ja? Okay. Fortitude above all else. Diese Belagerungswaffen werden irgendwo im Dorf der Rotzhäute aufbewahrt. Ihr müsst dieses Goblin-Lager so schnell wie möglich finden. Jo, das, ne? Ist ja quasi gebongt. Du kannst mal, ne? Das kann auch noch weg. Und das behalte ich natürlich. Na denn, benutze ich mal mein Portal und wir gehen wieder zurück, wo wir hergekommen sind.
Ja, und ich würde sagen, damit hätten wir dann erstmal alles wieder erledigt für dieses Let's Play. Mit diesem Ausblick auf Abenteuer und Loot verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal in Torchlight Frontiers.